Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fight von Pony Slayer Let's Play. Auf der anderen Seite seht ihr den Zailo. Ja, bis jetzt haben wir sehr viel gefightet, bis jetzt aber okay. Und ich bin der Patpumuggel und wir freuen uns darauf, euch heute hier zu unterhalten. In den letzten zwei Folgen haben wir noch nicht wirklich viel Spannendes gemacht, also eine kleine Behausung eingerichtet. Ich bin gerade zu Hause, ihr seht jetzt meine Behausung. Die Zahelo-Behausung, weiß ich nicht, wo er gerade ist. In seiner Behausung. Ich bin jetzt gerade extra dahin gegangen, weil ich noch was machen wollte, bevor ich was anderes mache. Und was anderes mache? Ja, ich gehe jetzt. Ich muss meine ganzen Hühner hier, meine ganzen Chicks die Eier farmen und so. Und. Nee. Ah, falsche Taste. Und ja, das muss ich jetzt gerade machen und. Ja, das war's eigentlich dabei. Ja, wir haben jetzt hier mal endlich Fleisch gemacht. Meine Shift-Taste spinnt übrigens, das ist recht lästig. Schön für dich, dass deine Shift-Taste spinnt. So, brauche ich jetzt noch irgendetwas? Warte mal, ein bisschen was will ich doch mitnehmen. Test, Test. So. Der Part ist ja so doof. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Kühe töten, ne? Ich brauche mehr Fleisch, ich bin so richtig fleischsüchtig. Das Problem ist, ihr hört ihn immer noch. Jetzt muss ich trotzdem aufpassen, dass ich nicht dazwischen rede, weil sonst. Ich habe so das Gefühl, der Zähler hat sein Mikrofon gemutet. Verdammt, er weiß es. Das Blöde ist, ich kann wenn er es gemacht hat, dann hat er mich jetzt aber trotzdem gehört. Ja, das hat er. Er hat definitiv sein Mikrofon gemütet, sonst hätte ich jetzt schon definitiv was gehört von ihm. Ja, Zailo. Das Blöde ist, ich kann es jetzt auch nicht. Spiel mit mir. Ich kann es jetzt auch nicht demuten, weil er es hören würde. Vielleicht sollte ich das Mikrofon auch muten, aber irgendwie finde ich das recht provokant, wenn ich jetzt einfach weiterlaber. Hörst du mich, Zailo? Ich werde dich vernichten! Schada! Wir haben ihn gesehen. Oh fuck. Ein bisschen aufpassen hier nicht, dass wir jetzt. Ja, das hat super geklappt. Wir haben jetzt noch den schönen Vorteil, dass wir die Namen sogar sehen. Das heißt, wenn er irgendwo hinterm Baum steht, sehe ich ihn ja trotzdem. Haha! Hast du gehört? Du Loser! Du Noob! Ach ja, ich muss ja gar nicht flüstern, er hört uns ja sowieso nicht. Er ist auf jeden Fall hier irgendwo. Ach, die Lex hier. Er war vorher hier beim See, ich habe ihn eindeutig gesehen. Sein Rotorf übersieht man auch nicht, das ist wie so eine Leuchtreklame. Ja, ich werde jetzt glaube ich auch mal kurz das Mikrofon muten und ein bisschen weiter labern. Dann laber mal schön. Mach es. Und wir werden dich jagen. So, Moment. So. Das wäre ziemlich unfair. Ich ja, ich bin gespannt. Ich weiß jetzt überhaupt keine Ahnung, wo er ist. Unter Wasser aus an. Ob er sich in der Höhle verkrochen hat oder ob er so wie ich auf einem Baumhaus ist. Ich habe absolut keine Schimmer. Er ist irgendwo hier. Ich kann jetzt eigentlich nichts anderes tun. Er war hier. Ich habe ihn. Hä? Oder hat er mich? Hat er sich? Ich habe einen Block gehört. Wo ist der jetzt hin? Das ist jetzt die Frage, aber ich glaube, er hat er mich. Nee. Hä? Der ist doch gerade hier rein. Oder? Verdammt, ich hab ihn verloren. Weißt du was? Oh Gott. Peinlich, peinlich. Zailo, das war echt peinlich von dir. Shit. Jetzt hab ich. Ich glaube, das, was ich vorher mal angedeutet habe, ist gerade wahr geworden. Der Jäger ist zum Jagen geworden. Entfernt sich. Aber ich habe hier gerade was anderes gesehen. Sieht doch schon mal sehr verdächtig aus. Bäh. Blöder Gegenstrom. Wir sehen einen Namen. Wir sehen einen Namen. Wir sehen einen Namen. Wir sehen immer noch einen Namen. Und wir haben ihn. Nein! Scheiße! Ich hab zu lange gewartet! Er hat keine Chance gegen uns. Wir machen ihn alle. Wow!
Nein! Ich höre das Gras hinter mir. Lass doch mal rennen. Nein! Er ist genau hinter mir. Komm, Scheiße. Aber mein Leben mit... Oh, Millimeter. Fuck. Nein! Yes. Warte mal. Wichtigste. Looten. Verdeckt, dass ich ihn getötet habe und somit alle seine Gegenstände mir gehören. Oder zumindest die das wirst du bereuen! Die zumindest die ich kurzzeitig erbeutet habe. Ich hoffe jetzt mal drauf, dass er antwortet. Ja, das tue ich gleich. Aber wahrscheinlich nicht. Dieser Lümmel! Moment, ich muss mal kurz das Mikro wieder entmuten. Da ist er ja wieder! Woher weißt du das? Ich habe noch gar nichts gesagt. Man hat dich kurz gehört. Ja, ja. Ah, verdammt! Groß. Das Problem war, ich wollte mich gerade rausbuddeln, aber naja, es war halt, ja, ich habe zu lange gebraucht. Mhm. Das Beste war ja, wie du schon gesagt hast, ja, wir werden auf die Jagd gehen und ja, er wird uns niemals finden und so. Ich stand, naja, ich habe freie Sicht auf dich gehabt, als du gerade im Bächlein geplanscht hast, sage ich jetzt mal. Okay, verdammt. Und somit wusste ich schon ungefähr, wo du stehst. Und dann musste ich dir nur noch ungefähr folgen und ja. Und als du dann dein Mikrofon gemutet hast, habe ich dich eigentlich, war ich die ganze Zeit hinter dir und habe nur noch im See darauf gewartet, dass, ja, so eine faire Spanne. Ich wollte dich jetzt auch nicht unbedingt killen, während du das Mikro gerade mutest. Aber warum hast du mich denn zum Schluss beim Flüchten eigentlich erwischt? Das habe ich nicht ganz kapiert, weil eigentlich müssten wir dasselbe Tempo im Wasser haben, oder? Das habe ich nicht ganz gepeilt. Warum hast du mich denn erwischt? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es lag daran, dass ich irgendwie nach unten. Also, ich habe mich abtauchen lassen. Ich weiß nicht, ob die Höhe dann irgendwie einen Unterschied spielt. Oh Gott, hey, hier fange ich jetzt zu stottern und nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist meine Hände sind ganz so kalt und mich verliert eigentlich. Oh Mann, ja, mein Plan war jetzt, dass ich hier die Zeit rausschinde. So lange, bis ich mein Leben wieder regeneriert habe und dann einfach umdrehe und dir eine aufs Maul haue. Aber leider hast du mich erwischt. Ja, das andere war ja noch, du hattest sogar Glück, ich hatte dich nämlich kurzzeitig verloren, als du bist ja dann irgendwie in die Höhle rein und ich habe das erst nicht gecheckt und habe dann gedacht, wo bist du hin und Ja. Oh, falsche Spitze. Ja, somit sind es 1-0 für den Zaelo. Ich werde einen Counter platzieren, irgendwo ein Bild oder so, oder vielleicht zwischen den Bildern. Das heißt, ihr seid immer live dabei und wisst, wie es gerade aussieht. Mhm. Jetzt seht ihr eine große 1 bei mir und eine kleine 0 bei Pat. Mhm. Ach, mir ist gerade wirklich kalt. Ja, mir ist gerade wirklich kalt. Meine Hände sind eiskalt. Ich dürfte vielleicht mal. Unser nächstes Treffen wird dich. Heizkörper zerstören. Auf. Heizkörper aufdrehen, ganz wichtig. So. Ja gut, dann zerstört es mich halt. So. Ich werde die Nacht jetzt mal nutzen. Mal kurz rundum schauen, ob man irgendwo einen Namen sieht. Einen Namen, ja. Ich mach das hier gerade ein bisschen Sorgen, meine liebe Zuschauer, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es kontern soll. Denn wir haben nur Flieder. Warum haben wir zum Gottes Willen Flieder? Hattest du Flieder bei dir? Wette, du hattest Flieder bei dir. Ich weiß gar nicht, ob ich Flieder bei mir hatte. Du hattest voll wenig bei dir. Ich glaube, ich habe von dir nur zwei, eine Holzachse und eine Holzspitzhacke bekommen. Ja, yep. Und ein Holzschwert und ein Steinschwert. Mehr hatte ich nicht mit. Und ich glaube, zwei Fleisch. Verdammt. Ich habe was vergessen zu plündern, das liegt doch irgendwo im See. Es ist dunkel im See und das habe ich nicht genau gesehen, was da alles so war und ja. Ich hoffe, er findet uns nicht. Wir sind nämlich gerade. Ich habe jetzt nämlich irgendwie Paranoia, dass er uns sucht und dass er sich gemutet hat. Obwohl, er hat sich nicht gemutet. Davon ist eine Spinne. Oh oh. Ah, sehr schön, das habe ich gesucht. Nein, das habe ich nicht gesucht. Geh weg! Geh weg! Puff! So, war's das jetzt? Gut. Das da habe ich gesucht. Was wird er denn wohl gesucht haben? Wir machen jetzt mal weiter. Mit,
Wir haben vorher schon. Also, das Vorherige hat uns ja schon mal viel gebracht. Jetzt machen wir hier mal weiter. Nehmen wir uns mal das hier machen. Und ja. Na gut. Ist jetzt eigentlich nicht so spektakulär. Ich müsste jetzt mal schnell ins Inventar. Ich weiß zwar immer nicht, warum das E ist und nicht I, wie es normal wäre, aber sonst. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Das ist das Inventory. Das Inventory mit einem scharfen Das I. Inventory, ja. Mit Akzent-I, weißt du, so Inventory oder irgendwie so. Und ich weiß nicht, wie man das denn ausspricht. Welchen Baum haben wir vorher gefällt? Ich brauche einen Setzling davon. Wir haben irgendeinen Baum gefällt, aber ich weiß nicht mehr welchen. Wir brauchen fast noch mehr von dem Scheiß, Ey, voller Scheiß hier. voll der Shit, Mann. Nicht voller, also nicht verwechseln mit voller Dickmann. Das ist nämlich so ein Schokokuss. Für alle, die es nicht kennen. Ja, weil das ist ja voll unbekannt. Wett, Zombie. Falsches Schwert. Also, nee, falsches Werkzeug, nicht falsches Schwert. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Böses Zombie. Huhn, du hast es herbeigesehen. Ich weiß genau, du hast den Zombie gerade beschworen. Kommt schon wieder einer. Hallo? Geh weg! Will ich nicht. Geh weg. Geh nach Hause. Oder Zombie. Schwein. Den nutzt der Daisy gerade um. Kann ich jetzt weiter durch hier meiner Tätigkeit nachgehen? Danke. Ach da, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich habe den Baum gefunden, den wir vorher gefällt haben. Hier liegen nämlich so gewisse Sachen um. Warum hier wächst nicht? Das frustriert mich gerade irgendwie. Das Fleisch, obwohl ist das gebraten? Ja, gut. Kann ich auch nehmen. Ja, das Let's Play wird mal wieder musikalisch untermalt. Bei mir nicht, Gott sei Dank. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Das ist ein schönes Ding. Echt gar nicht mal so schlecht. Wir werden jetzt mal hier mal ein bisschen. Geht das hier überhaupt? Nee, hier geht's nicht, aber der dürfte gehen. Oder warte, wir tricksen hier einfach mal. Machen wir es so. Ich hoffe, der wächst. Ja, was ich mal unbedingt mal ansprechen wollte, falls ihr findet, dass wir gute Let's Plays machen und gute Videos generell machen, ich hätte wirklich nichts dagegen. Ich wäre euch sogar sehr dankbar, wenn ihr uns vielleicht weiterempfehlen würdet, denn ja, wir haben ja das Problem. Na, es gibt so viele YouTuber und Let's Player, wie kommt man da auf uns? Naja, wir suchen hin und wieder unter den YouTubern nach Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal. Und ich denke mir dann immer, dass wir uns ein bisschen gegenseitig helfen und ein bisschen gegenseitig unterstützen. Oh nein, wenn die Zombie. Nein! Nein! Gerade bei Gleichgesinnten ist es ja so, es seid vielleicht sogar ihr, die ja das ganze Video hier seht. Genau, wie zum Beispiel letztens hatten wir erst zwei YouTuber wieder gefunden. Der eine heißt Bluger und der andere Brames. Und es ist so. Wir suchen da schon speziell YouTuber, die ungefähr dieselben also Klicks haben, Einschaltquoten, dieselben Yeah. Klicks haben wie wir, damit wir doch. Nee, ich habe so ein dummes Gefühl, wenn ich jetzt so ein YouTuber. Weiß ich nicht, das ist genauso, wenn ich jetzt bei YouTuber wie bei Gronkh zum Beispiel in den Kommentaren drunter schreibe, guck doch mal auch meine Videos und ich finde das scheiße. Ja, Sowas macht man nicht. erstens mal, weil du total zugehatet wirst wahrscheinlich. Was? Wahrscheinlich wirst du da zugehatet wie noch was. Genau. Geh Aber ich her. meine, laut, wir haben es ja alle schon anhand von RTL gesehen. Haten muss nicht unbedingt heißen, dass es keine Werbung ist. Haten ist sogar eine sehr gute Werbung, aber aufgrund von Haten will ich nicht irgendwie bekannt werden. Und was wir auch dazu mal sagen, ja, wir spielen jetzt hier nicht hier Spiele, weil wir bekannt werden wollen, sondern weil es uns in erster Linie Spaß macht. Nur, ich würde halt sehr gerne auch auf die Wünsche der Community eingehen und das funktioniert halt im Moment noch gar nicht. Und weil wir es so ein super schönes Gefühl ist, das Blut von dir, mein schönes Schwert hier kleben zu haben. Auch wenn man es gerade nicht sieht, weil das Minecraft leider nicht unterstützt. Aber ich. Warte mal, ich zeige es euch mal hier. Ja, Verdammt. träum weiter, Kleiner, träum weiter. Okay, also mit dem Interface wird auch das Schwert ausgeblendet. Das ist eher negativ. Das ist ganz doof. Dann siehst du nämlich nur noch, was du angevisiert hast, also was du gerade in der Hand hast. So, jetzt ist die Frage, was ist wichtiger? Ich glaube, das da in erster Linie. Wachse. Ja.
Wachse, wir brauchen Tarnung. Und geht sich das schon aus? Man hört mir den immer noch so laut, hey hier, das geht ja gar nicht. Ich finde super, dass du noch immer dein Wecker eingeschaltet hast. Ja, ich höre das Handy sonst nicht, wenn es vibriert. Ich schon. Puh. So, gut. Liebe Zuschauer, und jetzt ist es soweit. Diese Folge hat wieder mal ein Ende gefunden. Der Zaelo hat sich einen Punkt verdient. Yay! Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und empfehlt uns, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann würden wir uns riesig darüber freuen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil wir sehr gerne Community-Events auch mal machen würden oder uns auch freuen würden. Wir twitchen auch hin und wieder. Und wir würden uns einfach riesig freuen, wenn da mal wer zusehen würde. Und Moment, das ist nicht der Fall. Und dann empfehlen, könnt ihr auch mal das Video einfach mal auf Facebook teilen und euren, was weiß ich, zigtausend Freunden, dass ich es vielleicht, auch wenn ihr die Person, die es gerade sieht, überhaupt nicht kennt, sondern einfach nur die Anfrage angenommen habt, weil, ja, wie es halt so bei Facebook ist und, ja, vielleicht sehen ja die dann auch unsere Videos und wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ihr das machen würdet. Und falls du ein YouTuber bist, dem es genauso geht wie uns, dass du einfach Videos machst, weil es dir Spaß macht und dir aber gerne wünscht, dass du mehr Zuschauer findest, abonnier uns, wir abonnieren dich und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Zusammenhalten, ja? So machen wir das. Ja, ich wollte dir jetzt kurz mal was sagen. Erstens, ich glaube, der Shader buggt hier nämlich gerade, weil ich verstehe nicht, warum das diese Wand hier gerade angestrahlt wird von Licht aus dem Jenseits anscheinend. Oder ist das die Fackel vielleicht? Aber egal. Und zweitens fällt mir hier gerade auf, dass wir so ziemlich, also zumindest bei mir, jede Folge aus dem, an dem gleichen Ort endet, nämlich vor meinem, ja, in meinem bei Lager. In meinem Haus, direkt mitten im Haus, neben dem Crafting Table. Mit Blick auf den Crafting Table, wohlgemerkt. Aber naja. Nur gut. Wir haben, diese Folge hat auch ein Ende gefunden und ja. Wie gesagt, falls euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Falls ihr YouTuber seid, abonniert uns und schreibt uns einen Kommentar, damit wir euch ebenfalls sehen und kennenlernen können. Wir freuen uns über jeden neuen Freund, den wir hier auf YouTube finden. Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!